Hallo liebe Dartsportfreunde, ihr habt es euch gewünscht und deswegen gebe ich euch heute mal ein Update zur MyDartsBox bzw. FlexiBox. Ja, das Gute ist ja, wenn ich die Sachen selbst konstruiere, drucke, zusammenbaue und dann an euch versende, dass ich von euch viel Feedback bekomme, aber auch Anregungen und das kann ich dann natürlich in Produktverbesserung oder Optimierung direkt mit einfließen lassen. Dazu will ich euch heute mal ein Update geben. Ihr habt euch zum Beispiel ein Deck für so Shaft-Flight-Systeme von Condor, Cosmo oder auch L-Style gewünscht und das gibt es jetzt. Oder eben die Möglichkeit, andere Sachen dann mit dran zu hängen. Auch das habe ich jetzt möglich gemacht und dazu selbst noch so ein paar Sachen verändert. Gibt inzwischen auch zusätzliche Decks, sodass man eigentlich sagen kann, inzwischen ist das so eine Flexibox 2.0 geworden. Ja, und über die Änderungen wollte ich euch mal informieren, wie das Ganze funktioniert und dabei viel Spaß! Fange ich nochmal kurz mit dem Grundprinzip an. Ich wollte eine kompakte Box für Darts und Darts-Zubehör machen, wo jedes Ding seinen Platz hat und man schnell auch alles wiederfindet. Die Idee war halt, Decks zu konstruieren, die sich dann beliebig miteinander kombinieren, aber auch anordnen lassen. So kann ich jetzt zum Beispiel so ein Deck hier für Steel Darts hernehmen. Hier passen zwei passende Sets rein und kann es dann mit einem weiteren Deck zum Beispiel kombinieren. Für Steel Darts bis 94 mm Gesamtlänge und hier hätte dann noch ein Satz mit langer Schäfte Platz. Und weil ich hier zwei Decks kombiniert habe und das zum Beispiel mit einem Deckel abschließen kann, das ist so die kleinste Konfiguration, nenne ich das gerne auch ein Zweierdeck. Also zwei Decks mit einem Deckel bilden dann den Abschluss und damit habe ich dann eine kleine kompakte Box. Ja, will ich jetzt mehr unterbringen, kein Problem, den Deckel quasi einfach lösen und jetzt könnte ich sagen, gut, dann will ich aber vielleicht noch Schäfte dazu haben, habe ich halt ein Dreierdeck oder ich sage, ich spiele ja auch noch was anderes, ich spiele zum Beispiel auch Softdarts mit abschraubbaren Barrel, die können da rein und dann habe ich hier drunter so ein kleines Fach, da können dann die Softclips oder auch Conversion Points rein. Dann habe ich vier Decks miteinander kombiniert, also ein Viererdeck, wo der Deckel seinen Abschluss finden kann und das Ganze lässt sich dann nochmal erweitern auf maximal 5 Decks in beliebiger Reihenfolge und so habe ich dann an der größten Ausbaustufe ein 5er-Deck, also 5 Decks lassen sich beliebig miteinander kombinieren und durch so einen Deckel abschließen. Spielt auch keine Rolle, ob ich mich dann zum Beispiel anders entscheide und sage, ja gut, das Ganze brauche ich nicht, sondern ich habe ganz viele Points zum Beispiel. Dann nehme ich mir hier so ein Points-Deck, da passen 7 verschiedene Sets in unterschiedlichen Längen auf ein so ein Deck und sage, ja gut, dann mache ich das Ganze als Ersatzteil oder wie auch immer als übersichtliches Ordnungssystem und nehme noch ein Deck Points dazu und noch ein Deck Points dazu und weil ich vielleicht Swiss Point habe, noch ein Deck für Points dazu mit einer Verstaumöglichkeit für das Swiss Point System und wenn es sein soll als 5. Deck ebenso Points und Conversion Points für maximale Flexibilität und auch hier habe ich jetzt wieder 5 Decks ausschließlich mit Points kombiniert zu einem 5er Deck, lasse das mit dem Deckel abschließen und so kann ich 32 bis maximal 35 Point Sets in ein so einer Box unterbringen. Von den Maßen her bleibt es immer noch recht kompakt, das sind so 85 mal 70 mal in der Höhe 48 mm. Juti, Prinzip verstanden, aber ihr wolltet nicht nur 8 mm schmale Decks miteinander kombinieren, ihr wolltet mein Konzept torpedieren und die längsten wie kürzesten Shaft-Flight-Systeme ebenso in so einem Deck haben. Okay, und ich wollte jetzt wiederum nicht für jedes System ein spezielles Deck konstruieren, sondern dachte, dann mache ich schon ein möglichst universelles, wo man dann von Condor X über L-Style wie Cosmo oder auch Q-Soul wirklich alles vernünftig unterbringt. Und damit mein Konzept aber weiterhin funktioniert, also trotzdem kompakt bleibt und sich aber auch mehrere Decks kombinieren lassen, war das tatsächlich so eine kleine Herausforderung. Ich habe das für mich so angefangen, dass ich natürlich erstmal eine ganz normale Blankobox hergenommen habe, damit ich die Dimensionen soweit weiß. Habe die jetzt in der Höhe entsprechend passend gemacht, dass natürlich die Shaft-Flight-Systeme da auch reingehen. Und da war jetzt schon die erste Herausforderung, natürlich rein die Verbindung der Decks untereinander. Ich denke, man sieht es ja auch in der Kamera ganz gut, dass dieser Drehmechanismus im Prinzip, wo jetzt die Schraube durchkommt,
ist schon ein kleines bisschen aufwendiger gemacht. Vor allem habe ich die Kontermutter im Prinzip weiter nach oben versenkt, damit ich dann bei gleicher Schraubenlänge, die ich jetzt zum Beispiel für so Vierer- oder Fünferdecks, also das ist ja dann die Höhe, dafür gibt es eine passende Schraubenlänge, dass ich die hier dann einsetzen kann. Aber ich wollte auch dem Prinzip treu bleiben. Die Decks lassen sich beliebig miteinander kombinieren und anordnen. Also das könnte auch oben oder in der Mitte sein, sodass das dann mit der Kontermutter mit der gleichen Länge immer noch passt. So, das ist dann schon mal Thema Nummer 1, eine höhere Box mit einem passenden Raum und dem Drehgelenk, dass das alles wieder miteinander zusammenpasst. Step 2 war dann natürlich zu schauen, ja gut, welche Länge brauche ich? Die längsten Shaft-Flight-Systeme von euch gewünscht waren hier die Condor X, das sind 84 mm insgesamt. Die passen hier auch prima rein in so eine einfache offene Box. Ja klar, passen sie rein, ist aber nicht schön. Ich mag das ja mal ganz gerne, wenn es nicht so rumklappert und einfach irgendwie auch eine schöne Halterung gibt. Darum war der nächste Ansatz, jetzt einfach mal hier so einen Steg zu machen, wo die Flights einen Auflagepunkt haben und da vorne dann die Aufnahme, wo die normalerweise verschraubt werden. Das passt jetzt hier für die Condor X soweit auch im ersten Anlauf ganz gut. Das war jetzt nicht verkehrt. Aber so wie ich das nur ein bisschen schüttle oder bewege, löst sich das auch schon eigentlich auf dieser Aufnahme. Also das war jetzt nicht so super. Und mein anderes Extrembeispiel ist, es gibt ja nicht nur lange, sondern zum Beispiel auch kurze Schäfte und Flights. Na, habe ich den nicht richtig raufgedrückt? So. Und gerade dieses Beispiel hier mit den Robert Marjanovic Flights, die sind ein bisschen größer, nämlich als die von der Fläche, die Condor X und den kurzen Schäften, sieht man eigentlich schon, okay, das hier macht so überhaupt keinen Sinn. Also das hat so nicht ganz funktioniert. Darum war dann der nächste Gedanke, gut, dann brauchst du irgendwie eine größere Auflagefläche. Man sieht es ja hier. Und damit dann auch kürzere L-Style-Schäfte zum Beispiel passen, kann man die im Prinzip hier so nach vorne schieben, dass die jetzt einen Auflagepunkt haben, aber ebenso auch die Schäfte natürlich hier vernünftig drinnen liegen. Das funktioniert hier soweit ganz gut, aber ganz ehrlich, das ist relativ viel Material, was ich dann hier verdrucke und hält jetzt, so wie ich nur ein bisschen wackle, auch nicht so richtig gut. Also dritte Idee nochmal verworfen und dann nochmal einen ganz anderen Ansatz gewählt, nämlich die Schäfte selber, vor allen Dingen hier an diesem Übergabepunkt, nenne ich es jetzt einfach mal, wo es dann in den Flight übergeht. Darum habe ich hier so eine Stege gemacht und da kann man jetzt diese Flights bzw. Shaft-Flight-Systeme im Prinzip auch sehr schön, ja, draufdrücken. Gerade die L-Style haben wir noch diese kleinen Häkchen und das ist jetzt schon mal deutlich fester. Da kommt nichts raus, da wackelt nichts. Das ist etwas, wo ich dachte, okay, die Richtung funktioniert, aber da fehlt jetzt noch so ein bisschen ein Auflagepunkt, weil das je nach Shaft-Flight-Kombination noch nicht ganz optimal gelöst war. Aber um das Ganze abzukürzen, am Ende ist es jetzt in so einer Box hier geendet. Die hat die entsprechenden Mittelstege, die ich noch mal ein bisschen erhöht habe. Also die Vertiefung hier drin, wo der Schaft drinne liegt, die ist jetzt noch mal so ein bisschen umschließender. Und dann habe ich hier entsprechend die Auflagepunkte für die Shaft-Flight-Systeme. Und jetzt kann ich hier wieder meine Condor X zum Beispiel hernehmen und kann die hier wunderbar reinlegen. Die passen da auch sehr schön rein, in kurz, wie auch mittel, wie auch in der längsten Länge. Und auch wenn das hier ein kleines bisschen klappert, aber die bleiben an Ort und Stelle. Da springt also nichts, sage ich mal, aus der Halterung raus. Soweit finde ich, ist es schon mal zufriedenstellend. Condor X, Haken dran, funktioniert. Jetzt gibt es ja noch andere Systeme, wie zum Beispiel Cosmo. Und da ist es sehr schön, dass die Cosmo-Schäfte relativ schmal hier hinten dann enden, wo man auch die Flights einfach so draufsteckt. Schönes System, spiele ich auch ganz gerne. Und hier hat es dann diesen Vorteil, dass ich die auch ganz leicht, ihr hört es, ne, einklipsen kann. Damit sind die genauso fest, fliegen wir nicht raus. Und es macht dann auch nicht so einen Lärm, wenn man es mit sich rumträgt. Also 84 mm Länge insgesamt. Hier gibt es ein bisschen Beschränkungen. Es gibt noch ein bisschen längere Cosmo-Schäfte, aber bis 84 mm Shaft-Flight-Systemlänge passt es auch von Cosmo hier ganz gut rein. Genauso, was ist dann jetzt noch offen? Ach so, L-Style bin ich euch noch schuldig, auch in dieser Box, also in der finalen jetzt. Jetzt habe ich hier wieder die kurzen. Und da hört ihr schon, die kann man dann auch ein bisschen reindrücken. Das ist auch wirklich
an der Stelle hier wichtig, dass die sich hier fixieren. Schlicht und ergreifend deswegen, dass die L-Style Flights hier quasi nicht irgendwie raus oder hervorgucken. Und wenn ihr einen Deckel schließt, ihr den Flight so umbiegt. Das mögen ja die L-Style nicht so gerne. Darum ist die Höhe jetzt so gewählt und das mit dem Aufdrückpunkt, dass ihr die sicher verschließen könnt, die ihre Form behalten und da absolut gar nichts hin und her klappern. Also gerade für L-Style sind die hier wunderbar safe. Und dann sind es ja auch die wesentlichen drei Systeme, die ihr euch Shaft-Flight-mäßig gewünscht haben und die hier zuverlässig reinpassen. Q-Sol habe ich hier noch. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Tero AK4 oder Tero 5 sind, aber wenn ihr Q-Sol spielt, werdet ihr sie kennen. Die gehen natürlich genauso rein. Die haben auch einen sehr schmalen, hier einen auslaufenden Schaft auf den Flight. Von daher, das ist so ein bisschen wie die Condor X. Ganz kleines bisschen klappern, aber durch die hohe Schaftaufnahme da fliegen die euch nicht hier wild umher. Das passt also genauso. Also für diese vier Shaft-Flight-Systeme funktioniert dieses Deck wunderbar. Jetzt habe ich also das mit diesem Deck gelöst, kann euch also das jetzt für Shaft-Flight-Systeme wie gewünscht anbieten. Und die nächste Herausforderung für mich war, ich fände es ja jetzt langweilig, wenn ich so ein hohes Deck habe und kann dann gerade mal drei Schäfte unterbringen, schließe das mit einem Deckel und meiner Plakette ab. Und dann hätte ich zwar immer noch hier einen Dartsständer mit irgendwie ja, Schäften und Flights, aber sonst ja kein komplettes Setup. Und zwar auf eine Art und Weise, dass das für mich irgendwie dann auch wieder Sinn ergibt. Ich habe also mein Shaft-Flight-System und nehme zum Beispiel jetzt so ein Deck für zweimal Steel Dart Barrel. Dann habe ich ja schon mal zwei Sets und mein passendes Shaft-Flight-System. Oder wenn ich da jetzt einfach auch noch Soft Darts spiele, kann ich das genauso machen. Ist eigentlich vollkommen wurscht. Oder ich nehme dann nochmal ein anderes Deck für die längeren Steel Darts. Aber auf jeden Fall zwei Decks, wenn es sein soll, auch nochmal mit Points. Vollkommen egal. Aber so ist es dann im Prinzip auch wieder ein Vierer-Deck. Einmal, ich nenne es jetzt einfach mal ein doppelt hohes Shaft-Flight-System-Deck und in Kombination mit zwei beliebigen schmalen. Da dann einen Deckel drauf und dann entspricht es im Prinzip einem Fünfer-Deck an schmalen Decks oder wie gesagt ein Vierer-Deck mit zwei schmalen und einem hohen. So finde ich, gibt es immer noch genügend Flexibilität, um dann nach meinem Dafürhalten noch sinnvolle Setups in so einer kompakten Box zu verstauen. Ja, und so ist jetzt aus diesem System eins entstanden, wo ihr aus 10 unterschiedlichen Decks mittlerweile wählen könnt. Die passende Schraubenlänge gibt es je nachdem, wie ihr euch das dann selber konfiguriert, immer mit dazu. Die Decks kosten, auch da müsst ihr nicht viel nachdenken, zwischen 3 oder 5 Euro. 3 Euro sind meistens die einfacheren Decks, wo ich keine Neodym-Magnete und so weiter einlassen muss. Also zum Beispiel so ein Deck hier kostet 3 Euro, weil da jetzt auch manuell nicht allzu viel Nacharbeit notwendig ist. Und zum Beispiel so ein Deck hier, wo bis zu 7 Points mit Neodym-Magneten reingehen, das kostet dann zum Beispiel 5 Euro. Also, egal welche Decks ihr kombiniert, die kosten zwischen 3 oder 5 Euro. Der Deckel zum Abschluss auch 5 Euro, weil der eben eine Plakette ist, wo euer Name und so weiter drauf sein kann. Der ist hier oben ein Dartständer. Der hat immer so einen Ring, dass es irgendwo anzuklipsen ist. Und wenn ihr es so nutzen wollen würdet, könntet ihr das ebenso als Point-Saver benutzen. Ansonsten, wenn es euch irgendwann zu lose wird nach dem Draufdrücken, kann man auch mal einen Tropfen Kleber dran machen und dann ist es nach wie vor aber einfach ein wunderbarer Dartsständer. Hat also auf jeden Fall immer noch eine Zusatzfunktion und so einen Deckel, den braucht ihr halt immer, um so eine Box für euch passend abzuschließen, um diesen Drehmechanismus dann zu machen. In diesem Sinne wünsche ich euch natürlich Good Darts. Viel Spaß mit den Boxen, wenn ihr Interesse daran habt und sagt bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, Good Darts, euer Olli.